Heute geht es um die besten E-Book-Reader. Damit ihr das richtige Modell für euch finden könnt, werden wir euch in diesem Video drei verschiedene Modelle aus drei verschiedenen Preisklassen vorstellen. Wir werden euch hier die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen der E-Book-Reader nennen. Für weitere Infos zu den Modellen oder um diese zu bestellen, könnt ihr aber auch in der Videobeschreibung nachschauen. Dort unten haben wir alle drei E-Book-Reader auch verlinkt. Starten wir nun mit dem ersten und auch günstigsten E-Book-Reader in diesem Vergleich. Es handelt sich um das Modell TouchLux 5 von Pocketbook. Der TouchLux 5 Reader ist ein 6 Zoll großes Modell mit einem internen Speicher von 8 GB. Er hat ein HD-Kata-Display verbaut, welches bis zu 16 verschiedene Graustufen darstellen kann. Mittels der Smart Light-Funktion kann man hier auch die Lichtfarbe sowie die Helligkeit für ein perfektes Leseerlebnis zu jeder Tageszeit regulieren. Da das Modell ultra leicht ist und vor allem aus einem Touch-Display besteht, bietet es auch nach stundenlangem Lesen immer noch eine perfekte Ergonomie. Aber nicht nur die Ergonomie, das Display und die Helligkeit sind hier hervorzuheben, sondern neben dem 8 GB großen Speicher auch noch der 500 MB Arbeitsspeicher. Dies ist genug Leistung, um für ein flüssiges Umblättern der Seiten zu sorgen und dafür, dass das Modell auf Befehle schnell reagiert. Auch kann man das Modell für alle Arten von Formaten benutzen. 19 ganze Buch und bis zu 4 Bildformate sind hier ohne Konvertieren möglich. Installieren kann man hier Daten über das beigelegte Kabel oder auch ganz einfach über die WLAN-Funktion. Denn ja, dieser E-Book-Reader hat eine WLAN-Funktion verbaut, womit man verschiedene E-Books ganz einfach über WLAN rüberspielen kann. Ein sehr starkes Modell mit starken Funktionen und vor allem einem starken Preis. Mehr Infos zum TouchLux 5 von Pocketbook über den ersten Link in der Videobeschreibung. Bleibt aber auch gerne dran, denn als nächstes möchten wir euch noch zwei sehr, sehr beliebte E-Books vorstellen. Als zweites das klassische Kindle Paperwhite. Dieses ist mit 6,8 Zoll etwas größer als das Modell von Pocketbook. Es besitzt aber ebenfalls einen 8 GB großen Speicher, womit man hunderte von Büchern auf den E-Book-Reader laden kann. Die aktuellste Version des Kindle E-Book Readers überzeugt durch einen noch dünneren Rahmen, eine verstellbare Farbtemperatur und vor allem eine sehr starke Akkulaufzeit. Bis zu 10 Wochen Laufzeit bietet uns dieses Modell. Dank des starken Arbeitsspeichers kann man hier auch bis zu 20% schneller umblättern als bei Modellen der vorigen Generation. Auch überzeugt bei dem Modell die Helligkeit. Mit 300 ppi wurde diese noch einmal deutlich verbessert. Des Weiteren handelt es sich hier um ein wasserfestes Modell, sodass man auch am Strand oder am Pool sowie auch in der Badewanne mit dem E-Book-Reader lesen kann. Seid euch aber bewusst, dass das Benutzen dieses Modells an das Kindle Unlimited-Abo gebunden ist. Man kann auswählen, ob man das Modell mit oder ohne einer dreimonatigen kostenlosen Kindle Unlimited-Mitgliedschaft bestellen möchte. Auch kann man hier zusätzlich noch die Größe des Speichers zwischen 8 und 16 GB auswählen. Kindle Unlimited hat so ziemlich jedes E-Book, was man sich vorstellen kann. Mit dem Paperwhite von Kindle kann man diese auf einem großen, sehr hellen, aber auch wahlweise augenschonenden Display super bequem lesen. Mithilfe der Paperwhite-Funktion kann man hier auch einen warmen Bernsteinton einstellen, sodass das Display wie ein richtiges Buch wirkt. Ein sehr starkes Modell, welches auch aktuell das zweitbeliebteste in diesem Vergleich ist. Mehr Infos zum Klassiker, zum Kindle Paperwhite über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Der dritte und letzte E-Book-Reader, den wir euch hier vorstellen möchten, ist ebenfalls ein Kindle-Modell. Es handelt sich um den Kindle Oasis. Dieses Modell ist aktuell sogar noch beliebter als das eben vorgestellte Paperwhite-Modell. Auch dieses Gerät ist in verschiedenen Varianten auswählbar. Einmal mit einer 8 GB oder auch mit einer 32 GB Funktion. Zudem kann man auch hier wieder auswählen, ob eine dreimonatige Kindle Unlimited Mitgliedschaft dabei sein soll oder auch welche Farbe die Rückseite des E-Books haben soll. Mit 7 Zoll handelt es sich beim Oasis auch gleichzeitig um den größten E-Book-Reader in diesem Vergleich. Er besitzt ebenfalls eine Helligkeit von bis zu 300 ppi und auch eine Farbtemperatureinstellung von Weiß bis Bernsteinfarben. Auch ist dieses Modell wasserfest, sodass es ebenfalls in der Badewanne oder am Pool benutzt werden kann. Es hält sogar versehentliches kurzes Eintauchen in Wasser stand. Durch das dünne und sehr ergonomische Design mit den zusätzlichen Umblättertasten wird hierfür ein sehr angenehmes Lesen, selbst bei längeren Sessions, gesorgt. Eine Zusatzfunktion vom Oasis, die andere E-Book-Reader nicht haben, ist die Bluetooth-Funktion. Durch diese kann man hier auch Zugriff auf Hörbücher von Audible bekommen. Man kann Audible auf dem Kindle Oasis einrichten und dann über das Modell und der Bluetooth-Funktion auch mit seinen Kopfhörern hören.
Der Oasis E-Book Reader von Kindle ist mehr als nur ein Buch. Man kann hier die Schriftgröße, die Stärke sowie wie gesagt die Helligkeit und auch Farbtemperatur anpassen und auch zwischen der Kindle App sowie auch zwischen der Audible App auswählen und sich auch über die WLAN-Funktion alle gewünschten E-Books kabellos auf seinen Reader spielen. Mehr Infos zum Kindle Oasis bekommt ihr nur noch über den dritten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles weitere zum Modell erfahren oder dieses bei Interesse auch bestellen. Schaut da also gerne mal nach und schreibt uns mal einen Kommentar, für welchen E-Book-Reader ihr euch entschieden habt. Vielen Dank und viel Spaß beim Lesen.